Ja, ich bin bereit für das Fußballspiel schon gleich. Kocht mir noch gerade die vegane Variante von Spaghetti Bolognese. Und werde mich jetzt kurz mit dem Thema des siebten Tages auseinandersetzen, nämlich How can a GM make the stakes important? Also wie kann ein Spielleiter, eine Spielleiterin dafür sorgen, dass das, was auf dem Spiel steht, auch Bedeutung hat? Ja, da fallen mir zwei Lösungsmöglichkeiten ein oder zwei Wege, wie man das erreichen kann. Zum ersten Mal die persönliche Ebene. Ne? Könnte dafür sorgen, dass das, was auf dem Spiel steht, persönlich die Charaktere betrifft oder das persönliche Umfeld der Charaktere. Das trifft sie dann in einer sehr direkten Art und Weise und dadurch wird das, was auf dem Spiel steht, wichtig. Die zweite Möglichkeit ist, dass es einfach ein gigantisches Ausmaß, einen gigantischen Effekt hat, dass, was dort auf dem Spiel steht. Das ganze Königreich ist in Gefahr, die ganze Welt, der ganze Kontinent, das ganze Universum ist bedroht von einer Entität und einfach groß machen, damit die Charaktere eben wissen, wie wichtig ihr Handeln ist. Das muss ich nicht notwendigerweise ausschließen, das kann natürlich auch im besten Fall beides sein. Ja? Ich möchte da gerne zwei Beispiele nennen, nämlich die Shadowrun-Serie auf dem PC. Also Shadowrun Dragonfall und Shadowrun Hong Kong, beide exzellent, was das angeht. Ne? In beiden ist der Spieler persönlich betroffen, weil er nämlich in so einem mehr oder weniger abgeschossenen Bereich geht, wo er alle seine Kontakte hat, wo alle seine ganzen Freunde und Bekannten leben, der mittelbar bedroht ist und unmittelbar bedroht ist. Natürlich auch noch in Shadowrun Dragonfall die ganze Welt, in Shadowrun Hong Kong der ganze von Hongkong, vielleicht sogar die Welt, man weiß es nicht genau. Das sind exzellente Beispiele. Die kann man übrigens auch sehr gut für eine Shadowrun-Kampagne klauen, die beiden Settings. Fand ich richtig geil, werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen. Ja, und das wäre RPG Day Tag 7. Wir sehen uns morgen.